Guten Morgen, wir sind mal wieder mal unterwegs. Heute gehen wir zum kleinen und zum großen Riedelstein. Da war ich noch nie, weil er ein bisschen weiter weg ist von mir. Ich glaube, so eine Viertelstunde sind wir gefahren. Der Rundweg ist so 5,5 Kilometer, 300 Höhenmeter, glaube ich, circa. Von den Bildern her schaut er eigentlich recht schön aus. Wir werden mal schauen, er ist schon ganz nervös. Also, bis später. Hinter dem Berghausthof ist unser Parkplatz. Hier gehen wir da vorbei und einfach den Weg entlang. So, wir sind jetzt kurz vom kleinen Riedelstein. Wenn das Schild da kommt, holen wir bei mir quasi links ab. Wenn wir vorne waren, müssen wir wieder zurückgehen und gehen wir dann auf den großen Riedelstein. Bis gleich. Wir sind jetzt am kleinen Riedelsbach. Da herum ist es wunderschön. Eine super schöne Riesenbank, wo man sitzen kann. Und es gibt noch ganz was Cooles. Ich habe so ein bisschen Höhenangst, aber das wird schon gehen. Ich zeige es euch gleich. Für manche mag das nichts besonders sauber, wenn man ein bisschen Höhenangst hat, ist das gar nicht so schön. So, wir genießen jetzt noch ein bisschen kurz den Ausblick da herum und trinken noch ein bisschen was. Beide kriegen noch schnell was zum Essen und zum Trinken an.
Und dann gehen wir das kleine Stück zurück am Weg und dann geht es auf wie zum großen Riedelsbach. Da soll zwar nicht ganz so einen schönen Ausblick haben wie da, aber der kleine Riedelsbach, also gefällt mir ganz gut. Also allein mit dem Stammtisch in der Felswand drin, was sie da reingemacht haben mit dem Holztisch und der Holzbank. Wunderschön, habe ich vorher noch nie so gesehen. Genau. Und hier sind wir natürlich wieder ganz alleine, weil wir mir um 5:30 weggefahren sind in der Früh. Und wir genießen wir das eigentlich, wenn wir unseren Ruhe haben. Wir brauchen das nicht so, dass 100.000 Leute da rumlaufen. Also, bis nachher. Man könnte ja sagen, der frühe Vogel fängt den menschenleeren Berg. Okay, das war echt der schlechteste Spruch. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Also, wir packen es und gehen wir weiter. Jetzt auf zum großen Riedelstein. Bin gespannt, wie man da aufkommt. Also hinter mir seht ihr das Denkmal am großen Riedelstein. Ich frage mich immer, wenn ich sowas sehe, wie man die ganzen Materialien wie Zement, Sand und so weiter da raufbringt. Muss ja auch brutale Schinderei gewesen sein. Der Rum ist ganz schön, der Ausblick stimmt. Man hat nicht so einen super Ausblick wie am kleinen Riedelstein. Aber nichtsdestotrotz ist der Rum wirklich ganz stark schön. Wir haben immer noch keinen Besucher, Gott sei Dank. Wir trinken jetzt noch ein bisschen was und dann buchen wir uns auf den Abstieg. Das sind glaube ich so 3 Kilometer. Ich denke, dass das jetzt nur durch den Wald geht. Mal schauen, wenn da was Schönes dabei ist, dann filmen wir es euch. Ansonsten kann ich nur sagen, hey, es war wirklich schön. Ob ich noch mehr aufgedacht habe, stimmt, wenn ich in der Nähe bin. Generell, der Bayerische Wald eignet sich natürlich super zum Urlaub machen. Wenn man ein bisschen aus dem Norden kommt und mag gern wandern. Also bei uns kann man sich tot wandern. Es gibt so viele kleine, schöne und auch teilweise ein bisschen höhere Berge. Wir haben eine super Gastronomie da. Das Essen in den Wirtshäusern ist wirklich gut. Auch jenseits von Weißwurst und Leberkäse haben wir noch andere Sachen, die gut sind.
Also der Bayerische Wald, der rentiert sich eigentlich immer für einen langen Urlaub oder auch für einen kurzen Urlaub. Kommt da mal vorbei, schaut es euch an, es wird bestimmt nicht enttäuscht sein. Ja, ich glaube, dass jetzt nicht mehr recht viel kommt. Das Wirtshaus, wo ich eigentlich hingehen wollte, das haben wir noch ein bisschen zu früh, denke ich. Wenn wir da noch einkehren, dann zeige ich es euch noch. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut mal bei den anderen Videos ein, ich würde mich furchtbar freuen. Natürlich über Abo oder Like, natürlich noch viel mehr, weil das ist das Einzige, was uns ein bisschen hilft. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Für euch, Servus, euer Wolfi.